Servus, liebe Zuschauer. Ja, Sie sehen schon hinter mir die Straubinger sind gerichtet. Die fünfte Jahreszeit in Straubing kann also morgen auch gehen. Aber natürlich ist nicht nur in Straubing so einiges geboten in den nächsten Tagen, sondern auch im Rest von unserer Region. Und was da so los ist, das gibt es jetzt zum Sehen. Am Freitag geht's los, das Straubinger Geibum-Volksfest 2019. Auf dem zweitgrößten Volksfest in Bayern gibt es natürlich wieder allerhand zu erleben. Ganze fünf neue Fahrgeschäfte gibt es heuer am Festplatz am Hagen. Die offizielle Volksfesteröffnung ist am Samstag um 10 Uhr im Nothaft. Die Lampionfahrt samt die Fackelschwimmer ist heuer schon am Montag um 8:15 Uhr. Außerdem kämpfen am Mittwoch um 6 Uhr im Festzelt Reisinger fünf Finalistinnen um einen Titel für der bayerischen Gusmaus-Königin. Und es ist es drum vom Paradies in die kommenden 11 Tage auf erneuten Feuer am Besuch wert. Musikkapellen, Fanfaren und Spielmannszüge eröffnen am Freitag feierlich das Volksfest in Felder. Dazu hat sich dieses Jahr der Veranstalter einige Neuerungen einfallen lassen. Zum Beispiel wird am ersten Abend statt dem traditionellen Feuerwerk eine knallbunte Lasershow präsentiert. Am Sonntag sind alle Tänzer ab 7 Uhr in der Früh zum Kochelball eingelohnt. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von der Blaskapelle Weiß-Blau Königstreu. Auch dieses Jahr können Mittelalterfans in Mettenhausen bei Landau an der Isar wieder eine Zeitreise zurück ins Mittelalter machen. Bei freiem Eintritt können sich Kinder und Familien von der Vergangenheit spielen begeistern lassen. Mittlerweile ist das Fest ganz schön gewachsen und heuer sind wieder ein Haufen neue Lagergruppen und Händler mit dabei. Spiel, Spaß und ein Quiz rund um die Geschichte vom berühmten Räuber Hotzenplotz. Das alles erwartet die Kleinen am Wochenende in Waltendorf. Zum Erleben gibt's für die Sprösslinge dort alles, was zu einem richtigen Lager mit dazugehört. Von der Schnitzeljagd bis hin zum Lagerfeuer. Fürs Essen ist gesorgt, mitbringen wir mal schön, was man fürs Übernachten alles braucht. Auch heuer verwandelt sich die Zwiesler Innenstadt wieder einen Abend lang in eine Partymeile. Traditionell wird die Glasnacht an der Glaskapelle vom Burgermeister sowie der Glaskönigin eröffnet. Live-Musik, Glasvorführungen und ein Haufen Leckereien sorgen bis weit nach Mitternacht für gute Stimmung in Zwiesel. Don't worry, be happy. Unter dem Motto können Afrika-Fans vier Tage lang in die afrikanische Kultur eintauchen. Das Fest bietet eine tolle Atmosphäre mit afrikanischem Essen, Tänzen, Musik und noch viel mehr. Erwachsene und auch Kinder können sich zum Beispiel bei Trommelworkshops austoben. Für musikalische Unterhaltung sorgen viele verschiedene Livebands, unter anderem die Roots Radicals und Up Do Day aus Straubing. Wo soll man sehen, die kommenden Tage machen? Haben Sie eine gute Zeit? Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, Servus, Havideri und ein schönes Wochenende.